Könnt ihr euch noch an das Video erinnern, als wir mit dem Fahrzeug hier durch die Waschanlage durchgefahren sind, hatten hier von verschiedene Lackschutzprodukte drauf, Sprühwachs, Hartwachs und so weiter. Und am Ende haben wir im Fazit gut sehen können, was kann überhaupt gegen so eine ganz normale, standardmäßige Waschanlage durchhalten. Ich kann noch mal ein Bild dazu einblenden, da war der Sonax Brillenschein Detailer noch richtig gut, der Rest musste arg schwächeln. Das sind aber alles Produkte, die man öfters anwendet und die auch nicht so eine extreme Härte ausbilden. Jetzt haben wir echt mal einen Wunsch von euch erfüllt. In dem Video testen wir mal Keramikbeschichtung hier im Privatanwenderbereich. Ich habe euch drei Exemplare mitgebracht. Einmal das GN Prime, das Liquid Elements Eco Shield und hier haben wir die aktuelle neue Version mit Zertifikat, das 9H Mr. Fix. Ich denke, das sind drei der bekanntesten Keramikbeschichtungen und die stehen jetzt mal exemplarisch für die Kategorie und wir schauen uns mal an, wie gut die hier gegen so eine Waschanlage standhalten können. Wir werden sie hier vorne auf die Motorhaube auftragen, in Ruhe aushärten lassen, das Ganze noch mit einem Infrarotstrahler unterstützen und dann sehen wir uns hier in der Hölle jedes Autopflegen-Enthusiasten wieder. Wir fahren durch die Waschanlage durch und schauen, ja, hält das Thema hier stand? Entstehen Waschkratzer? Und wie sieht es mit dem Beading Sheeting danach aus? Weil es wird durchaus damit gewoben, dass solche Keramikbeschichtungen auch waschanlagenfest sein sollen. Natürlich nicht 200-300 Mal durch die Waschanlage, aber auf jeden Fall, wir fahren einmal durch. Und wenn da schon die eine Keramikversiegelung komplett Beading Sheeting mäßig ja, am Ende ist und auch vom Look her kein Vorteil mehr zu sehen ist, dann muss man echt sagen, ja, so eine Keramikversiegelung lohnt sich nicht unbedingt, wenn ihr in so eine Waschanlage reinfahren wollt. Finden wir jetzt in dem Test heraus. Los geht's. Schauen wir uns erstmal die Motorhaube an. Vorher Zustand. Ihr seht überall kleine Kratzer drauf. Auch hier im oberen Bereich doch ein richtiger Längskratzer. Generell die Oberfläche auch hier leichte Waschswirls reingezogen. Durch die ganzen Tests, durch die ganzen Härtetests. Also die Motorhaubenseite auf keinen Fall defektfrei. Und auf der anderen Seite haben wir folgendes Bild. Auch hier sehen wir so die ein oder anderen Lackdefekte. Richtig gut zu sehen. Ich gehe jetzt extra mit so einer großen Breitenlampe drüber, damit er gleich einen Gesamtüberblick bekommt. Also hier gehen wir jetzt nochmal mit einer Politur drüber. So, die gesamte Motorhaube haben wir jetzt ausführlich poliert und wir haben uns drei Bereiche an der Motorhaube ausgesucht, die wirklich komplett kratzerfrei sind. Wir haben auch ein paar tiefere Einschnitte hier, aber die drei, die wir euch jetzt gleich zeigen, sind vom Zustand her richtig gut und damit können wir das besser beurteilen. Schauen wir uns erstmal hier Fläche 1 an. Und ich finde, das ist eine sehr gut erhaltene Fläche. Wenn wir nochmal das Licht etwas höher nehmen, wir haben hier keine Längskratzer drauf. Die Waschwalzen sozusagen drehen sich ja in diese Richtung. Das heißt, wir haben dann jede Menge Kratzer, die hier nach oben und nach unten vom Bild her auf der Fläche drauf sein werden. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Seitwärtskratzer werden wir dann im Anschluss nicht haben. Also die Fläche sieht richtig gut aus. Noch ein Stück höher, da sieht es auch gut aus. Also hier die Fläche völlig in Ordnung. Das ist dann Fläche Nummer 1. Hier haben wir jetzt Fläche Nummer 2 und 3 und hier sehen wir jetzt schon den ersten Kratzer, deswegen haben wir das Viereck weiter oben platziert. Gehen wir mal vorsichtig drüber und da sehen wir, hier ist er verschwunden und auch weiter oben sieht es richtig gut aus. Wir haben hier keine Längskratzer auf der gesamten Fläche, ungefähr 20x20 jetzt hier das Feld. Wir gehen nochmal mit dem Licht zurück. Ja, sieht gut aus. Na klar, wir haben so ein paar Mini-Steinschläge. Aber ansonsten sieht das gut aus. Und hier unten haben wir wieder den Längskratzer, den nehmen wir nicht mit in den Test rein. Und hier oben Fläche Nummer 3, schauen wir uns auch nochmal mit dem Licht nach. Haben wir auch keine Längskratzer drin. Ja, das sieht gut aus. Auch hier gute Fläche, um das Thema dann am Ende zu beurteilen. Gehe nochmal zurück. Nichts drauf. Und hier an der Seite haben wir nochmal so einen Kratzer. Den haben wir auch wieder ausgeschlossen. Sehen wir hier schön und damit eine schöne, saubere, kratzerfreie Fläche. Wird dann am Ende so nochmal mit Isopropanol entfettet, Form versiegeln, aber hier keine Längskratzer drauf. So, und wir haben uns schon vorbereitet. Auf der Fläche, hier kommt das 9H Mr. Fix drauf, die neue Version mit Zertifikat. Hier unten kommt das Liquid Elements Eco Shield drauf und weiter hinten dann kommt das GN Prime drauf. Von der Anwendung her haben wir schon in vielen Videos gezeigt. Ich gebe mir hier ein paar Tropfen drauf. Für die kleine Mini-Fläche reicht das völlig aus. Und dann verteile ich das. Natürlich vorher haben wir das alles nochmal mit Isopropanol entfettet. Es sind ja wieder unsere Testflächen. Und dann können wir auch im Anschluss besser beurteilen, wie stark hier diese kleinen Vierecke leiden mussten. Vollständig verteilt. Ich warte jetzt ca. so 30 Sekunden. Vorne seht ihr jetzt das Mr. Fix und ich gehe hier hinten zum GN Prime, frisches Pad.
trage mich sie genauso auf diesen kleinen Testspots. Im Kreuzstrich gleichmäßig verteilen. Wir werden dann vielleicht im Anschluss kleine Kanten haben, aufgrund des Klebebandes, aber es ist nicht so schlimm, für unseren Test reicht das hier völlig aus. Schon auspolieren und das geht richtig gut. Hier hat man ja so eine Zeitangabe, so 30 Sekunden bis mehrere Minuten. Ich mache das immer so nach 30 Sekunden, eine Minute, je nach Außentemperatur. Wir haben jetzt ungefähr 20 Grad hier drin, also völlig okay. Und mit einer frischen Tuchseite poliere ich das jetzt gleichmäßig aus. Jeder hat so seine Tuchfavoriten. Ich mache das hier gerne mit dem Waxer-Tuch. Damit gute Erfahrungen gemacht, da hat jeder so seine persönlichen Favoriten. Aber ich finde das hier völlig ausreichend und das sieht wirklich gut aus. Frisches Tuch und dann kann ich hier auch hinten zum Gehen kommen. Und das lässt sich auch sehr gut runternehmen, überhaupt keine Probleme. So, nach den 10 Minuten, ihr seht, ich habe hier schon das Klebeband runtergenommen, damit wir keine so harten Klebekanten haben. Schauen wir uns gleich an. Hier jetzt nach 10 Minuten das 9 Hamster Fix wieder ein frisches Tuch nehmen. Auch da hat wieder jeder so seine Favoriten und ich nehme jetzt die Überschüsse runter. Hier nutzt man immer gute Tücher, damit man keine zusätzlichen Kratzer erzeugt. Auch keine benutzten Tücher, weil wenn hier Keramikkristalle zum Beispiel noch drin sind, dann habt ihr das Problem, ihr zieht euch hier jede Menge kleine Mikrokratzer rein. Also immer frische und geeignete Tücher nutzen. Sieht gut aus. Und hier können wir das jetzt mal schön beobachten. Wir haben jetzt diese kleinen Klebekanten. Und das sieht natürlich unschön aus, aber für uns ist das eine super Orientierung. Die bleibt auch genauso. Dann können wir viel besser einschätzen, wo befindet sich dann das 9 Hamster Fix. Und den Bereich können wir uns viel besser merken. Genauso beim Echo Shield haben wir auch so eine kleine Klebekante. Seht ihr hier jetzt schön? Auch für uns eine Orientierung. Lassen wir auch so zurück, auch wenn es nicht schön aussieht. Aber zur besseren Identifikation. Und beim Gian haben wir auch eine kleine Kante. Die ist aber auf der Kamera ganz schwer zu erkennen. Ich kann es mit dem bloßen Auge erkennen. Ich kann euch sagen, wir werden das im Anschluss auch dann nach der langen Aushärtezeit beim Beading Sheeting sehen. Ich denke mal, auf der Kamera wird es kaum sichtbar werden. Aber hier haben wir jetzt auch eine schöne Einteilung für uns, fürs Auge. Da können wir auch den Bereich gut wiederfinden. Wir nutzen jetzt hier eine Infrarotlampe, um das schon etwas aushärten zu lassen. Und dann härtet das trotzdem nochmal 7 Tage in Ruhe aus. Das Fahrzeug wird nicht gewaschen, wird dann im Anschluss nur ganz normal im Alltag bewegt. Also es kommt keine zusätzliche Belastung drauf. Und dann schauen wir uns nach den 7 Tagen das Abhärverhalten an. Und dann geht es in die Waschhölle sozusagen, in die Waschanlage. Und da bin ich echt gespannt, wie das Thema aussieht. Das war jetzt erstmal Teil 1 und wir sehen uns dann in Teil 2 wieder, wenn es losgeht mit dem Abhörverhalten und dem großen Waschanlagenbelastungstest für die 3 Keramikbeschichtungen. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.